Guten Morgen, liebe Leute, es geht los. An diesem super kalten Tag. Der erste wirklich kalte Tag in diesem Jahr, glaube ich, so fühle ich mich mit einem Fixie-Single-Speed-Rad, welches ich neu aufgebaut habe. Ich glaube, darüber gibt es auch ein Video. Wenn, dann werde ich es verlinken am Ende dieses Videos. Zip, 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 zip. Genau, das war Gabel, Rahmen als Rahmensatz, Rahmenset wollte ich dafür haben. 80 Euro. Jetzt, dann habe ich es zusammengebaut, aufgebaut. Dann wollte er 350 haben. Ja, gut. Ja, also es war jetzt auch eine Woche verliehen. Das war davor nicht neu, ne, gebrauchtet. Was ist das hier, Dunlop oder was? Das ist wahrscheinlich auch nur so eine aufgeklebte Marke, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich vermutlich so ein billig Fixie gewesen oder so. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Bremsbeläge sind auf alle Fälle neu. Ich fahre sowas natürlich und verleihe sowas auch nicht als Fixie, sondern als Single Speed. Sprich, diese Fixie-Seite ist ungenutzt, ist auf dieser Seite. Ja, und Single Speed ist auf der anderen. So ist es wesentlich sicherer und so ist es auch erlaubt. Deswegen auch zwei Bremsen dran. Da, das ist halt neu raufgekommen. Neue Ritzel, neue Kette. Ja, eine gebrauchte Kurbel dran. Gebrauchte Pedalen, vermutlich. Natürlich. Ein gebrauchter Laufradsatz. Ja, hatte ich gerade da. Neue Decken. Die sind neu, auch wenn sie so dreckig aussehen, aber nach einer Woche fahren sehen die halt so aus. Tatsächlich, davor waren sie nagelneu. Bremsbeläge neu. Sattel ein gebrauchter, aber von der Form her richtig geil. Wie so ein Flight eigentlich, aber mega hart, mega Gewicht reduziert. Einfach nur eine Plastikpelle. Eine Hardcover-Pelle sozusagen. Griffe neu, Bremshebel gebrauchte. Bremsen gebrauchte. Bremszüge natürlich neu. Schläuche natürlich neu. Ja, braucht man ja nicht erwähnen. Ist ja so, Felgenband vermutlich auch neu, wenn es nicht ein gutes gebrauchtes Dorf gewesen ist. Ja, wie aussieht, habe ich hier meine Speiche ersetzt. Hier, ja, die wurde ersetzt. Die sieht auch besser aus als alle anderen. Ja, die war offensichtlich gerissen. Ja, ich so rot markiert. Ich mache dann gerne andersfarbige Nippel ran, damit ich sehe, welche ich hätte ich da gar nicht machen müssen. Sehe ich gerade, die anderen sind ja so eindeutig. Aber damit ich sehe, ob daneben die Speichen reißen. Jo. Das Fahrrad, was ich dazu sagen kann, war ja das letzte Rad irgendwie in die Hose ging, was so ein bisschen rennermäßig, rennradmäßig war, biete ich euch jetzt mal dieses an, obwohl ich das auch sehr gut vermieten kann. Also in der Miete ist das pro Tag 15 Euro. Das ist natürlich ein. Eigentlich wesentlich geiler, als wenn ich es jetzt hier für Billiggeld rauskloppe. Aber ich habe ja gesagt, ich mache jetzt mal ein Rennrad oder irgendwas drin. Aber eigentlich ist es auch scheißegal. Eigentlich ist es auch egal. Weg damit. So sieht's aus. Viel kann man dazu nicht sagen, wie gesagt. Alles ist gesagt worden. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne schreiben natürlich. Ja. Also wenn, falls ihr irgendwie Fragen habt zu dem Ding, fragt einfach. Fragt auf YouTube, fragt auf eBay, das ist mir gleich. Ich werde es beantworten. Ja. Schönes Rad auf alle Fälle. Ja, so ein bisschen Mixmax hier, ne? Na, der Kollege, der gemietet hatte eine Woche lang, der meinte, er würde gerne kaufen, aber er ist leider nicht aus Deutschland. Also er wohnt nicht in Deutschland. Wenn er in Deutschland wohnen würde, hätte er nach der Miete sozusagen gekauft, weil er fand es richtig cool zu fahren. Ich kann es nicht beurteilen, keine Ahnung. Ich finde Räder gut, die auch eine Gangschaltung haben. Die, wo man halt ein bisschen mehr schalten kann.
Aber jetzt ist ja nur, ist halt der Trend jetzt gerade, ne? Also, wenn ihr Bock habt, kauft er das. Wenn ihr Bock habt, abonniert er den Kanal. Wenn ihr Bock habt, stellt eine Frage. Wo sieht's aus? Das war's von mir. Ich schalte zurück ins Sendezentrum zum Zentralsender. Gerade aus Werner. Also bis dann. Ciao.